Leute, was geht ab? Cupcakes ist back. Diesmal schauen wir uns Endboss King an. Und nein, das wird kein so lames Video, wie die ganzen anderen YouTuber machen. Ich zeige euch einen Guide zur Hölle. Nein, mache ich nicht. Denn wer Hölle spielen kann, braucht keinen Guide dazu. Hab 150.000 CC, du schaffst Hölle. Passt schon, das war euer Guide. Nein, Spaß beiseite. Man kann ja tatsächlich ein bisschen Punkte minmaxen, sage ich mal. Und man sieht hier beispielsweise, ich habe 1775. Das ist in extrem gefarmt worden. Ist okay vom Highscore. Ich glaube, es geht noch ein kleines bisschen mehr. Ich denke mal, so an die 2000 kann man kratzen, wenn es richtig geil läuft. Aber dann ist auch schon wieder Sense. Für alles, was mehr sein soll, diese 2500, 3000er aufwärts, da muss man Hölle spielen. Wenn ich irgendwie Hölle schaffen sollte in den nächsten Tagen, wird es dazu separat ein Video geben. Aber ja. So, wie haben wir das gemacht? Das zeige ich euch mit der Comp, die wir hier sehen. Ich habe die grüne Elisabeth benutzt. Ich habe Elaine benutzt. Ich habe Jericho benutzt und ich habe Jillian benutzt. Jetzt kann man anstatt beispielsweise der grünen Elisabeth auch Death Pierce benutzen und anstatt Jillian was anderes. Aber ja, gehen wir einfach mit dieser Comp, wie ich das gespielt habe, und versuchen wir das mal zu rekonstruieren. Herr Escanor fliegt raus, denn wir brauchen hier Big Fat Crits. Und hier geht's übrigens wie immer, und ich hasse dieses Game Design, Leute, ohne Scheiß. Ich kann nicht der Einzige sein, den das langweilt inzwischen. Dass irgendwie jegliches PvE Endgame darauf ausgelegt ist, mit Jericho für eine Million zu critten. Das pisst mich derbe an. Aber es ist, wie es ist. Ne? So, warum brauchen wir die grüne Elisabeth plus Hawk, nicht die grüne Heilerin Prinzessin Elisabeth? Das liegt daran, dass King einen extrem hohen Crit-Resi-Wert hat. Deswegen seht ihr, dass euer Jericho irgendwie nie crittet. Und das kann man umgehen, indem man mit der grünen Elisabeth hier auf Rang 2, am besten aber auf Rang 3, die verteidigungsbezogenen Werte von King verringert. Also auch seine Crit-Resi. Und dann kann man critten. Wenn es gut läuft. Kann ein paar Versuche brauchen. So, Elaine ist einfach dafür da, weil sie einen guten Job dort macht, mit Fähigkeitsrang verringern, mehr Survivability und so weiter. Jillian, wenn ihr sie nie auf dem Schirm habt, macht einen sehr, sehr guten Job, was passiver Effekt von hinten mit Support angeht, denn sie gibt 30% HP für grüne Verbündete. Und sie ist geil. So. Passt das von den Supportern? Ich bin gerade nicht gänzlich sicher. Ich glaube ja. Jetzt braucht sie noch Equipment. Die macht übrigens so ganz gut Aua, die Kleine, aber tatsächlich wird ihr Nutzen degradiert in diesem Content. Dazu, dass sie nur die Vorbereitung für den Kill macht von Jericho. Und da braucht ihr ein bisschen Glück. Da braucht ihr ein bisschen Glück, genug Karten davon zu ziehen, dass das auch läuft. Ne, dass ihr den Skill auf Rang 3 am besten habt, wenn es soweit ist. Wir moven noch schnell ein bisschen Gear für Elaine, wenn mich das Spiel lassen würde. Und dann jumpen wir mal rein und probieren das mal aus. Wir werfen mal das hier auf wieder, tschüss. Oder geben wir doch Escanors Gear einfach for the lows. Yes, Elaine, du kannst es schaffen. Du hast 9300 Angriff. Gut. Food. Food. Man kann das benutzen. Ist nicht so konsistent, weil ihr werdet Schaden erleiden und es darf keiner sterben. Man kann das benutzen. Erhöht die Konsistenz etwas. Man kann auch Food benutzen, das beispielsweise LP-Diebstahl gibt, was ich sehr feiere. Da ich gerade keinen Sub und keinen Bock habe, Waste zu kochen, nehmen wir einfach mal dieses hier und schauen, was passiert. Oder wisst ihr was? Nehmen wir Crit-Schaden-Food. YOLO. Wer weiß, vielleicht gibt es ja einen neuen Highscore. Los geht's. Möge RNGesus auf meiner Seite sein. So, es wird Zeit für nervige Voice-Lines von King. Oh, das Schwein rennt. Hör bitte auf zu rennen. Meine Verbindung ist so schlecht. Gut. Klicky-Klick nicht vergessen, ne? Ist immer ganz wichtig. Wir müssen auf jeden Fall rushen. Wir müssen rushen. Wir müssen Elaine rushen, aber wir haben keine 2-Sterne-Karten. Das ist Trash. Also spammen wir einfach Jericho.
So. Yo. Ich hasse Jericho. Ich hasse es, sie für alles benutzen zu müssen. Ich sag euch, wie es ist. Die Alte ist gemacht aus Papier. Die kriegt eine Ohrfeige und ist tot. Und du brauchst sie einfach für literal jeden Content. Das stresst mich ungemein. Aber es ist, wie es ist. Gut. Der hat eine Rang 3 Karte, das sieht man hier. Die ist golden, da müsst ihr ein bisschen Obacht geben. Und wir ziehen keine Elisabeth-Karten. Gefällt mir nicht so gut. Was ist das hier? Verringert. Fähigkeitsränge. Ja, das machen wir jetzt noch nicht. Wir spielen eine einzelne. Oder tanken wir das? Ne, wir spielen eine einzelne. Weil das bräuchte, um den Ulti zu stahlen in der nächsten Runde. Weil ein Ulti dürft ihr mit der Kombo nicht fressen. Vielleicht überlebt ihr es, aber wir sind grenzwertig. Man sieht hier auch, die grüne Elisabeth macht echt Schaden. Ist schon fast ein bisschen viel. Und ein kleiner Tipp, wenn ihr euch wundert, wieso King beispielsweise irgendwie immer tankier wird. Das liegt daran, dass seine dummen Hunde auf der linken und rechten Seite mit jedem Mal, wenn sie Aru schreien und einen Kombo-Punkt bekommen, die haben jetzt 3, wie ihr seht, beziehungsweise 2 und der dritte kommt gleich, erhöht sich für jeden Punkt seine defensiven Stats um 100%. Deswegen steht dann irgendwann Geduld drauf, wenn ihr versucht Schaden zu machen. Das ist ein bisschen hässlich. Kleiner Pro-Tipp am Rande. Wenn wir in dieser Runde ein Ulti sehen und eine Karte und wir klauen ihn sein Ulti, deswegen habe ich mir das aufgehoben für diese Runde, dann wird er nicht ersetzt gegen eine andere Karte, sondern benutzt nur einen Angriff. Das heißt, ihr frisst in dieser Runde deutlich weniger Schaden. So. So, Schelle links, Schelle rechts. Und ihr seht doch schon, Jericho macht nur noch 6700 Damage. Der hat jetzt schon verhalbiert, der Schaden, was nicht so geil ist. Wow, 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 wow. Gut, das ist ein bisschen hässlich jetzt, weil den Ulti brauchen wir in der nächsten Runde. Und wir haben nichts zum Strippen. Müssen wir anders machen. Wir spielen das so, wir spielen das so. Das spielen wir so und hoffen einfach, dass wir diese Runde überleben mit Jericho. Weil dann, glaube ich, ist es schon in the bag. Schauen wir mal. Ihr seht, Damage ist wieder noch weniger geworden. Wir sind bei 3500 angelangt. Also langsam wird es grenzwertig. Um Gottes Willen. Ja, ich glaube, sie ist tot. Oder? Oh, ganz knapp. Gut, in dieser Runde muss er sterben, sonst sind wir am Arsch. Lass uns mal gucken, was wir haben. Wir hätten eine Rang 3 Karte für Elisabeth. Das ist ein geiles Setup. Aber ich glaube, vom Damage her sind wir am Arsch. Wir können den Ulti nicht benutzen. Den brauchen wir in der nächsten Runde. Also deswegen einfach hoffen, dass Elaine es regelt. Ja, sie hat es geregelt. Geil. Das gefällt mir. Okay. Also war ein bisschen sweaty, wie ihr seht. Hat man jetzt Lifesteal Food. Das ist nicht so sweaty. Aber dafür ist halt der Highscore auch... Ja, nicht ganz so mächtig, wenn der Crit-Schaden fehlt. Ist schon so. Seht ihr, was ich sehe? Der einzige Grund, sie mitzunehmen. Gut. Ja. Jetzt lass mal schauen. Wir müssen sofort den Ulti raushauen. Was schade ist, wäre jetzt gerne ein bisschen mehr Crit-Schaden. Ihr könnt auf Jericho klicken und euren Crit-Schaden übrigens, eure Crit-Chance prüfen. Was wir jetzt auch machen werden. Wir sind bei 98%, das ist gut. Der Boss hat, soweit ich weiß, 40% Crit-Resi. Das bedeutet, wenn wir den jetzt verringern, mit diesem Skill hier, ist er bei 0. Das heißt, wir haben tatsächlich 98% True Crit-Rate. Gott, steh mir bei. Wie viel Leben hat der Typ? Moment. 290.000 kann man also easy one-shotten. Mögen wir jetzt critten oder dabei scheitern? Zack. Gib's ihm. Nein. Leute. Das wäre jetzt beispielsweise ein Setup gewesen, mit dem ich schätze mal, 1800 Punkte geknackt hätte oder mehr, wenn das geklappt hätte. Ich bin stark enttäuscht. Sehr stark enttäuscht.
Aber ja, muss man halt ein paar Mal versuchen und dann klappt das schon. Dann muss ich halt Liesel umbringen. Ach Gott, wieso war das kein Crit? Für 2 geschissene Prozent Crit Rate. Einmal, zweimal, dreimal, der Kampf ist vorbei. Ja, schade. Sehr schade. Das werden jetzt wahrscheinlich so 1300, 1400 Punkte sein, ich weiß es nicht. Boah, Mann, das wäre echt schön gewesen, dass es auf Anhieb klappt. So, dann mal schauen. Ja, es waren jetzt schon 1400 Punkte und der eine Crit von Jericho mit Crit-Schaden-Food macht, schätze ich mal, 500 Punkte aus. Hallo? Wo lässt sich das nicht bewegen? Jetzt ja. Und wir haben hier gerade mal 127 den 100k-Crit gehabt. Also naja, tippen wir mal auf 350 bis 400 Punkte mehr. Ja, dann wären es fast, dann wären es über 1800 gewesen. Vielleicht sogar 1900. Vielleicht versuche ich es nochmal. Muss ich schauen. Aber lieber auf Hölle spielen. Also wie gesagt, wenn ihr weit von Hölle entfernt seid, ist das absolut legit. Und ich würde sagen, das kann man durchaus zum Farmen benutzen, weil es gibt 32 von den Münzen. Und ja, wenn ihr so auf 1800, 1900 Punkte kommt, dann schafft ihr es eventuell auch in die Top 5%. Ich hoffe es zumindest. Bisher bin ich bei 3% top mit diesem Wert, aber das wird ja noch weniger werden. Und warum sollte man das anstreben? Denn es gibt bei beste 5% Ambosse sehr viele, ne? Plus alle anderen Belohnungen. Schon geil. Von daher, ich wünsche euch viel Glück, Leute. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Kommentieren und subscriben nicht vergessen. Wir sind kurz vor 1000 Abonnenten. Ihr wisst Bescheid, das wäre richtig geil, wenn wir das zusammen schaffen. Sobald ich Hölle schaffe oder vielleicht das Bär schneller ist, ich werde dazu auch ein Video geben. Ich sag Peace out, ich bin raus.